Glaubt sie? Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wie auch immer, hier bei Funko. Wir spielen Gang Beasts, nachdem der Kid mal auf Windows 98 abgegradet hat, funktioniert es bei ihm jetzt auch. Mit einer Downgrade-Funktion auf Windows 95, sicherheitshalber, falls mir das doch zu schnell sein sollte. Ja, man weiß ja nie, ne? Man kann es ja echt nicht wissen. Das stimmt. Ja. In diesem Sinne kämpfen wir heute nochmal gegeneinander und ich würde sagen, auf los geht's los. Und ich bin ganz brav mit Schutzmaske unterwegs. Ja, vorbildlich. Also ich habe mir die Haare lang wachsen lassen. So in der momentanen Krise werde ich in spätestens 5-6 Wochen genauso aussehen wie mein Charakter in-game. Du kannst ja auch einfach den Rasierer nehmen und dir selbst irgendwie so 3 mm Schnitt machen. Ja, ganz bestimmt. Oh, Peachy, du wolltest doch schon immer mal Laster fahren, ne? Ja. Ne, wenn das mit deiner Real-Life-Karriere nicht mehr läuft, dann einfach... Oh! Was machst du? Warum springst du denn runter, du olle Kuh? Ich bin doch gar nicht runtergesprungen, das hast du gemacht. Nein, ich wollte dich gerade loslassen und da bist du gesprungen und hast mich mitgezogen. Naja, bevor alles verloren ist, habe ich mir gedacht, komm, ne? Weißt du, der Flausi, der springt wenigstens auch immer aus meinen Armen raus, weil er ja nicht von mir in den Arm genommen werden möchte, aber du stößt mich in den Tod. Aus auf ihm mehr! Mach mal das Tor auf hier! Warte, komm, ich helfe dir mal. Hä? Tor? Geht das? Ja, okay. Ach komm, komm, Blaus, wir holen uns ein Getränk. Okay. Ich hab auch Durst, ich möchte auch was. Es war so ein komischen Pylon festhaken. So, Hamstern! Einfach den ganzen Automaten mitnehmen, der reicht erstmal. Komm, wir schmeißen ihn mal da runter. Mal gucken, was passiert. Und tschüss. Hau ihn runter. Nein! Ah! Keine Sorge, ich hätte hinterher getreten. So. Oh. So viel zum Thema, schmeißen den Automaten runter. So, wir haben wieder Polizist gegen Freak. Nein! Komm schon! Tschüss! Bin ich hochgekommen, verdammt! Ja, ist mir gerade auch passiert. Dein Schnurrbart fällt fast ab. Der Flauzi hat schon zweimal gewonnen. Was ist da los? Ja. Ich bin jetzt in Beast Mode. In Beast Mode. Balken. Das ist jetzt ab sofort Beastman. Ich bin Beastman. Nein. Gott. Ich finde die Musik ist cool. Peachy, die Platten brechen hier ein, ne? Nein, was machst du denn da? Hey, guck mal mich an. Wieso hattest du so viel Schwung? Sie springt sich schon wieder einfach und zieht mich mit. Na toll. Hä? Nein! Ja! Alter. Errungenschaft freigeschaltet. Die Muckis in der Arme. Die ist halt eine richtige Bauarbeiterin, ne? Nebenberuflich. Komm vom Bau. Ja, du bist sowohl LKW-Fahrerin als auch Bauarbeiterin. Das sind zwei Berufe, die absolut zu dir passen. Entschuldigen Sie, dürfen Sie hier überhaupt arbeiten? Ich will mal Ihre Arbeitsgenehmigung sehen. Ich bin doch hier nur am Fenster putzen. Helfen Sie mir, Officer. Da ist so ein komischer Freak, der belästigt mich. Ach, das ist der Hände hochheben. Das wollte ich gar nicht. Officer, helfen Sie mir. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Helfen Sie mir. Oh, oh, nein. Das gibt's doch nicht. Yay! Yeah. Das gibt's doch nicht. Unmöglich sowas, unmöglich. Oh, das Dach. Ja, das. So, Herr Officer, helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Kommen Sie mal mit. Hallo, kommen Sie mit.
je. Mischen Sie sich denn jetzt hier ein? Ich helfe Ihnen, ich will Zivilcourage und so. Achso, okay. Nein, lass mich. Entschuldigen Sie. Meine Hand ist abgerutscht. Schade, dass ich meine Anfesseln nicht nehmen kann. Meine Handschellen. Immer diese wahnsinnigen Japan-Taggänger. Sie haben sich wohl auf dem Weg zu Domikon verlaufen, werte Dame. Alter, was ist denn los? Hilfen Sie mir, die ziehen mich an der Haare! Ah! ich muss hier weg! Nein, Herr Officer! Oh, das ist falsch. Nein! Alter, warum ist sie so stark? Ich weiß es nicht. Alter, guck mal, wie das aussieht. Guck mal. Regel, Frage, Dreh, Vor allem diese Kopfnuss bringt irgendwie gar nichts. Nee, irgendwie bringt alles nix. Nee, warte mal, kann ich denn nicht? Oh! Mich? Nein! Toll. Herr Officer, haben Sie das gesehen? Sie hat einen Zivilisten vom Dach geschmissen. Ja, Flauzi, komm schon! Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Diese olle Ziege, ne? Ole. Also aus Prinzip bin ich jetzt schon, habe ich jetzt schon auf Peachy abgesehen. Was ist das hier, ein Leuchtturm? Nee, das ist der Berliner Flughafen. Der ist doch noch gar nicht fertig. Guck dich mal um, dann siehst du, was fertig ist. Ey, es... Mann! Nein! Flauzi, lebe! Oh Mann, ey. Aber das liegt doch daran, weißt du, wenn du die festhältst und die wiegt ja eine halbe Tonne, ne? Ja. Wenn die sich fallen lässt, dann kannst du nur hinterher gezogen werden. Ach nein, der Ring. Der Ring. No Samara. Heißt die Samara oder Samantha? Wer? Von The Ring? Samantha, glaube ich, ne? Heißt sie nicht Samara? Ich weiß es gar nicht. Ich habe The Ring schon so ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Alter! Das ist die falsche Taste! K.O. K.O. So! Mist! Komm, High Five! High Five! Ah ne, warte, nicht High Five, komm! Ghetto Fist! Warte. Ghetto Fist! Nein, das war falsch. Nochmal, halt, warte. Nochmal. Ghetto Fist. Alter, warum rennt der automatisch? Moment, ich muss die Kamera eben drehen. Geht nicht. Das sieht man leider nicht in der Kamera. Warte mal. Ach, Mist, jetzt ist es falsch. Okay, nochmal. Warte, ich nehme die Hand hier. Get off fest. Warte, ich. Ja, okay, das lassen wir mal durchgehen. So, Sie sind vom Dienst suspendiert, Herr Officer. Ich, wurde angehalten, Sie hinsichtlich Ihres... Sie haben frei, Boah. Sie dürfen den Ring verlassen. Nee, ich kann noch kein Homeoffice machen. Die Zuschauer sind schon gegangen. Hier ist niemand mehr. Herr Officer, Sie müssen hier nichts mehr bewachen. Nein! Oh!
Der ist so gerade wie so ein bisschen bei Brawlhalla. Wir sind beide noch als Letzte da und so total ruhig. Nein! Nein! Wir haben schon wieder einen. Wir sind schon wieder gleich stark, Flauzi. Ja. Das wäre mein erster Punkt gewesen. Oh. Ja, jetzt wurde Fleischwolf. Flasch Bier! So. Ey, Flaschbier! Ich trinke Flaschbier. Beinhart ist locker. Nein, da gehe ich nicht lang. Beinhart kämpft ganz locker. Beinhart hat eine Flaschbier. Und trinkt auch wie ein Stier. Da. Nein. Oh. Oh. Ratchet. Nein. Alter, wie kommt ihr da raus? Da gibt's nicht. Nein. Ist doch doof. Also Peachy ist so eine, die schmeißt sich immer selber mit rein. Nein, ich schaff's nicht. Ich sag ja, Peachy ist eine, die schmeißt sich immer selber mit rein. Bogenschaft freigeschaltet. Alarmstuf rot. Okay. Alarmstuf rot. Ach, die Strecke schon wieder. Oh nee. Ich kann doch nicht schwimmen. Ich hab doch mein Seepferd. Ich kann auch nicht schwimmen. Yeah! Achso, ich hab noch nicht gewonnen. Yeah! Ein bisschen Trizeps-Training. Okay, wir machen jetzt Yoga. Nein. Warte mal, wer hat die letzte Runde gewonnen? Halt! Warum? Oh, der rennt. Flauzi. Manchmal, Flauzi ist fünf, wenn du das wissen willst. Manchmal rennt der einfach automatisch, der Typ. Wow. Nein, ich wollte mir da hier weg. Ich will mich hier drin verkriechen. Ich hab Angst. Nimm deinen Kopf aus meinem Hintern. Aber der riecht so gut. Was? Ich glaub, die Boje kein Klopapier mehr gekriegt. Oh. Ich müsste jetzt so lachen, wenn die Boje umkippt, das wäre so witzig. Na, bei dem, so wie hier manchmal die Klappen oder sowas aufgehen, würde mich das nicht mal wundern. Nein. Kommt die da raus? Nein. Die Boje kippt, Leute, ich sag's euch. Nein, das wird. Das wäre so witzig, da müsste ich aber echt lachen. Hey, Oh. Mein Hintern los. Nein. Oh. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Nein, noch eine Rung frischer freigeschaltet. Was da wäre? Wasserratte. So. Oh. Geh weg. Nein. Ach, schade. Puh. Hä? Kippen hat jetzt gewonnen, oder wie? Nee. Da ist noch einer drin. Flauzi, lebst du noch? Ja. Wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Ich kann leider nicht... Ach, da hinten stehst du. Ja, was machen wir denn jetzt? Boah, das war jetzt aber Risiko hier. Das gibt's nicht. Hätte sich ruhig mal aus Solidarität. Nein. Oh. Nein. Oh. Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Errungenschaft freigeschaltet, Wasserratte!
Flauzi darf nicht gewinnen. Das sagst du so einfach. Versuchen wir auf so einer kleinen Boje zu kämpfen. Jetzt habe ich schon wieder den Ping hier stehen. Warum eigentlich? Geh mal da raus. Nein. Oh. Geh doch mal da raus jetzt. Oh. Was macht der da? Der hat sich nur gedreht wie so ein alter wie so ein alter Baumstamm im Wasser. Dann doch Orgel oder sowas. Oh. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ich bin King of Boje. So ungefähr. Oh. Wir müssen aber noch eine kleine Runde machen. Wir haben die Folge noch nicht durch. Ja, dann mach doch noch irgendwie drei oder so. Hab ich jetzt auch. Ja, schon. Warum guckt ihr euch das eigentlich an? Das ist dieses Elend. Ah, schon wieder die Boje. Oh, nö. Was? Bei mir lädt er noch gar nicht. Ja, doch, bei mir lädt er. Bei mir auch. Es ist wohl zu schnell für meinen Rechner. Ah, der Flauzi ist... Der hat noch 95. Ah, jetzt kommt er jetzt. Warte, Ladevorgang. Ja, okay, vielleicht... da, du bist im Spiel schon, aber... Ja, perfekt. Oh ne, ich will das hier nicht. Geh doch weg. Warum ist der Ping da oben? Geh doch einfach weg. Geht doch einfach mal alle weg. Hallo? Was hackt hier? Ich hab Nasenbluten. Du hast nicht mal eine Nase. Deswegen kann die ja trotzdem bluten. Also, was machst du denn? Damit ist schon wieder. Nein! Jetzt hab ich mich aus Versehen selbst umgebracht. Nee, doch nicht. Das sind wie alle auf der Boje oder wie? Nein! Toll. Nein! Boah! Na toll. Also ein bisschen schwimmt er immer noch. Mhm. Aber. Jetzt, ist doch wohl. Ah, toll. Hä? Wieso bin ich. Bin ich? Hä? Wer lebt denn jetzt noch? Kidba? Wahrscheinlich der Flauzi. Ja, aber ich auch. Ja, dann ist ja, wenn du und Flauzi noch leben, ja, dann ist doch logisch, dass es weitergeht. Wahrscheinlich hält er sich noch... Wieso halte ich mich nirgendwo fest? Der hält sich wahrscheinlich irgendwo unterhalb der Boje oder sowas fest. Nee, sonst... ich halte mich gar nicht fest. Ich kann auch die Perspektive nicht mehr... Soll ich mich sonst... gib mal, du Hans. Tschüss! Mann, ich hätte sie fast so weit. Komm her. Yo. Ey, was geht denn? Yo. Ich mach mal Pause. Ich auch. Nein. Gut. Go. Nein. Hä? Geht die wieder? Geht die noch? Ja. So, jetzt bist du dran an der Reihe mit rüberkommen. Da bin ich. Nö, ich hab Zeit. Weiß, dann gewinnt keiner von uns, ne? Man weiß, wie Peachy sich bewegt. Es ist einfach. Oh. Hau ihn um! Der ist so schwer, ich bin doch ein Mädel.
Das sagt die, die eine halbe Tonne wiegt, wa? Alter. Jetzt geht doch endlich baden! Ja! Endlich! Blub, blub. Schiebung! Blub, blub. Sie setzen. Werbetafel! Enjoy Beef! Und der hält eine Dose in der Hand. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Mhm. Peachy, ach, scheiße! Du bist so eine Pflaume, Peachy, ne? Ja, sie klammert sich fest. Sie klammert sich fest. Ich hab aus Versehen noch gedrückt, ey. Nein. Ja, ich sag ja, du springst immer mit, wenn du jemanden runterwirfst. Oh, das sieht interessant aus. Ach du meine Güte. Wie die beiden lachen, ne? So, kann ich hier rein? Oh, ich bezahle Sachen. Hallo. Weil hier ist ja nichts los. Verdammt, ich kann nicht zu euch rüberschalten. Oh. Was machen die da hinten eigentlich? Okay. Alles kurz und klein schlagen auf jeden Fall. Interessant. Vor allem, wie die Peachy immer wieder auf ihre Controller einhämmert. So. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung, bitte. Oh, hör auf, ey. Kriegst ja schon wieder Kühl dafür. Ich hätte gern ein... Double Chili Cheese. Oh, ne McTill. Schnauze! Mit extra Dip. Ein Firma Number 2 with extra Dip. So, das wird mir jetzt zu langweilig als McDonald's Drive-In-Fahrer. Drive-In-Fahrer? Ja, genau. Hier am Schalter so, ne? Drive-In-Fahrer. Nein! Nein! Steh auf! Warum steht er nicht auf? Mein Gott, Peachy, was machst du auf deinem Controller? Penetrierst du den gerade? Ja, sicher. Alter. Voll mit dem Feuer hier rumrennen, ey. Oh! 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 Aber mit diesem Treten. Oh! Double Kill! Alter! Der war nice! Der war gut! Der war gut, ne? Ja, yeah, der war nice! Euch schön so eine Kopfnuss verpasst! Es war nice, war nice! Nur nicht schon die yes, of course! Yes, of course! Oh ne. Wer lacht denn hier so schäbig? Hä? Ich halte mich fest, aber... Hm? Ach, schade. Schade. Oh. Oh, schade. Nein. Komm her.
Wo ist er? Irgendwo, wo sehr ungünstig ist zu sein. Nein, nein! Ja, da häng ich vorhin auch fest, da gehst du jetzt gleich drauf. Au, oh, ja. Na toll. Ah. Ja, ich hab gedacht, vielleicht so ein bisschen. Ach, die Lastwagen. Nee. Ist doch eure Lieblingsstrecke, oder nicht? Nein! Warum muss ich immer auf den LKW mit jemand anderen anfangen? Echter LKW-Fahrer. Was transportiert. Oh! Hä? Flauzi? Was ist passiert? Wollte eigentlich noch gucken, hinten drauf, so und dann. Ja. Was war das denn? Oha, das wird doch nichts. Hey. Gekonnt. Gekonnt. Solange man sich nur festhält, passiert gar nichts, ne? Och du, man muss sich nicht mal festhalten. Jetzt müsste man mit so Sachen schmeißen können wie bei Ben und Ed. Ja. Komm, spring ja mal durch, Peachy. Okay. Okay, hab mich getraut, du nicht? Naja, bei mir war. Spring! Ich kann nichts mehr machen. Aber ich wäre beim nächsten Mal gesprungen, tatsächlich. The Ring. The Ring schon wieder, okay. Gucken, ob diesmal, ob diesmal einer von uns beiden der Champion wird. Also erstmal die Frau raus, ne? Na. Nein. Oh. Wie die immer um sich schlägt, wie so eine Wahnsinnige. Lass den Boden los, Peachy. Mal drauf treten! Komm, rechts den Flügel aus! Oh, ein Kartoffelsack hier. Mal. Man lacht, ne? Nein. Was war das denn? Alter, jetzt komm schon. Kann nicht sein. Hä? Vor allem, warum? Ich hab gar nichts. Weil er hat gar nichts mehr gemacht. Warum? Ja. Oh, interessant. Oh, Kunst. Sehr kunstvoll. Komm, Peachy, Flauzi, klär es mal mit der Frau. Was macht ihr da? Ist das so ein bisschen Dirty Dancing gerade, oder? Ja. Wie die einfach Kopfnüsse verteilt. Voll die Irre. Oh Gott. Kommen Sie her! Nein! Das gibt's doch nicht. Yeah!
Oh, letzte Runde. Jeder hat 2 Punkte. Wer den nächsten Punkt hat, der gewinnt. Und dann auch noch auf dem Dach. Oh. Dann auch noch auf dem Dach. Das ist sie. Ich trink mal eben was. Ich leg grad auf. Mhm. Das sind meine Decks hier. Was macht ihr beiden? Was von David Guetta. Ach nee, du bist ja David Guetta. Das sieht ja wirklich so aus. Das sieht echt so aus. Ich hätte auch gerne irgendwie. Also 2 Meter Sicherheitsabstand. 2 Meter Sicherheitsabstand. Hatschi! Ey, das sieht aber echt so aus. Security, die belästigt mich hier. Yay! Du musst ja auflegen, lassen sie mich! Feier! Yay! Oh, ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Wie das aussieht. Ich muss kotzen, oh mein Gott. Security, bringen Sie die weg! Von wegen. Voll diese Musik im Hintergrund, die passt jetzt auch noch dazu. Ja, ich sag, ich leg hier auf. Ihre Mütze ist weg. Vor allem, wie das aussieht, wie der hier am Rumhampeln ist die ganze Zeit. Oh, okay. Oh. Okay. Vor allem mit dem Kopf gegen die Tür. Ja. Gut, dass ich rot bin, da sieht man das Blut. Alter, Hilfe! Hilf sie mir! Die Musik, die kann ich nicht mehr hören, diesen alten Scheiß. Ich lieb den DJ. Solange der DJ nicht ins Bett geht. Ist euch eigentlich die Kamera hier aufgefallen? Was? Welche Kamera? Sich mit uns. Ja. Ja. Ja, das ist, ich muss. So. Wie doof das aussieht. Ich stelle mich auch immer dahinter. Warte mal. Ich möchte auch immer auflegen. Sind wir doof, ey. Schnell, kack mal den Security, den müssen wir killen. Der nervt voll, der macht die Party kaputt. Komm. Hallo, Nachtruhe. Blöder Security. Yeah, yeah. Gehen Sie weg. Yeah, 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 yeah. Oh, guck mal, jetzt tanzt sich. Huch, oh, wie viel Tanz ist hier gefallen? Moment. Warte. So. Oh. Der hat schon ein bisschen was getrunken, der Gute. Geh weg, du dummer Security. Geh weg. Geh weg. Oh, lassen Sie mich. Sie müssen mich anfeuern. Ich soll jetzt tanzen. Oh, oh, oh. Oh, 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 da vorne ist die Klopperei, ich geh dann mal. Oh, oh. Was ist da vorne? Klopperei bei euch. Oh, jetzt hab ich aber genug hier. Schmeißen Sie doch endlich mal diesen Freak aus dem Club. Was soll das hier eigentlich? Hä? Oh, der arme Schnurrbart. Huch, das war der Falsche. Aua, 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 aua. Stehen bleiben, Polizei! Nein, gehen Sie weg! Gehen Sie weg, ich habe nichts getan! Gehen Sie da zu diesem unrasierten Typen! Gott! Lassen Sie mich!
Und wie das aussieht mit dem Tanzen. Ja, heul doch. Ja, heul doch. Ja, komm doch. Ihr wisst schon, dass wir gerade eigentlich nur die Folge in die Länge ziehen, ne? Ah. Okay, aber die Strecke hat sich jetzt echt gut angepasst dafür. Okay, Luftschiff. Komm, da kann man nicht so viel Spöks machen. Ach, das, ja. Das ist der Richtige. Ach, schade. Oh, da ist jemand raus. Ja, ich. Das heißt, das wird ein Ding zwischen uns, Flauzi. Oder ihr geht beide drauf. Das wäre natürlich auch noch möglich. Und wäre bei uns wahrscheinlich sogar recht naheliegend. Wo will er hin? Woher? Samar. Leben am Limit hier, wa? Nein, 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 nein. Geh weg! Nein. Oh, oh. Das entscheidende Duell, Flauzi gegen Kidmar, gewinnt Kidmar. Ja, nee, ist klar. Nein, das wäre auch nicht so cool, ist auch nicht so cool wie in dem Ring gewesen. So, wir sind bei knapp 40 Minuten. Da hat die, vor allem die Runde mit 5 Sternen, da waren wir irgendwie so bei 17, 18 Minuten. Und jetzt sind wir bei knapp 40. Die 3-Sterne-Runde hat einfach mal länger gedauert als die 5-Sterne-Runde. Oje. Gut, ja, gibt heute mal ein bisschen extra Content, insofern danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.